Was geht ab, meine Z-Fighter-Hoster hier? Und auf der japanischen Version gibt es ein neues Special-Event, nämlich die Punching Machine. Dementsprechend werden wir uns das Ganze heute ansehen, alle Informationen und Details. Es handelt sich hierbei um 3 Stages und pro Stage habt ihr immer jeden Tag täglich 2 Versuche. Also könnt ihr da jeden Tag täglich 2 Versuche pro Stage wagen. 3 Stages insgesamt gibt es. Aus der ersten Stage droppen Zenny, bekommt ihr Zenny aus der Mission, aus der zweiten Orbs und aus der letzten, aus der dritten Stage Orbs. Jedoch funktioniert das Ganze folgendermaßen. Unser Ziel ist quasi, so viel Schaden wie möglich an der Punching Machine zu machen, so wie unsere Boys damals im Anime auf Dragon Ball Z bei der Majin Buu Saga, als Vegeta hin ist und boom, das Ding zerfetzt hast. Das ist eben die Punching Machine, um es einfach zu sagen. Und dazu gibt es jetzt ein Event, das ist täglich offen. Und an der Stelle darf man aber keine Items benutzen und man darf Devilman nicht benutzen. Weil sonst, ihr kennt ja diejenigen, die Devilman kennen, der hat den RNG Passive, wenn die triggert, tut er den Gegner K.O. ulten und dementsprechend macht er dann sehr, sehr viel Schaden. Im Endeffekt, um es kurz zu sagen, wie gesagt, will man so viel Schaden wie möglich in diesen 2 Runden machen. Und wenn wir uns die Mission ansehen, dann können wir mal ganz kurz reinschnuppern, was man alles bekommt. Vor allem die Jankstones sind gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, ich hab's nicht gezählt, aber ich schätze mal so um die 50 Jankstones kann man da mitholen. 50, 60, falls es jemand genau weiß, lasst in den Kommentaren wissen. Hier fängt es an, hier seht ihr Stage 1, wenn ihr so und so viel Schaden macht, das sollten eigentlich... Da werden wir gleich schlauer, wie viel Schaden das gleich eigentlich sein sollten. Bei den Jankstones weiß ich, dass eigentlich entweder 77 Millionen oder 777 Millionen sein sollten insgesamt. Ja, ihr seht ja, Step by Step bekommt ihr auch immer noch was. Und zwar hier haben wir, wir haben sogar, bis wohin geht das? What in the world? Bis hierhin. Das sind 7777 Millionen, wenn mich nicht alles täuscht. Oder nein, das können auch 77 Millionen sein, je nachdem, wie das getrennt wird in JP. Falls ihr den genauen Wert wisst, lasst mich in den Kommentaren wissen. Wie gesagt, wir werden dann dementsprechend schlau, wenn wir das Ganze machen. Aber ihr seht schon, in der letzten Stufe gibt es 10 Jankstones und bis dahin auch auf jeden Fall so eine solide Anzahl. Heißt, wir gehen einfach mal, bevor wir in die Stage reingehen, wie gesagt, ihr könnt das täglich pro Stage 2 mal machen. Ihr werdet gleich merken, was genau ich damit meine. Welche Taktiken, welche Teams könnte man da mitnehmen? Man darf zum einen keine Items mitnehmen, aber dennoch würde ich darauf setzen, dass man Nuker mitnimmt. Denn, beispielsweise, wir haben hier unseren Super Saiyan 3 Goku GT, dessen Leader-Skill ist, er gibt Strength-Charakteren auf den Angriff 33% pro Strength-Orb, den sie einsammeln. Und das ist eben diese Nuke-Taktik von damals, als Broly rauskam etc. Diese wendet mich auch an. Es wird wahrscheinlich die Tage sehr viele Taktiken rauskommen. Falls ihr welche wisst, falls euch welche im Kopf sind, lasst es uns auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Helft euch da gegeneinander aus. Ich bin mir sehr sicher, da werden in den Tagen wirklich sehr gute Taktiken zustande kommen. Meine Taktik, die ich befolgen werde, ist, ich setze auf einen AOE-Damage-Nuke. Warum? Denn in der Stage selbst kämpfen wir gegen 5 Punching-Maschinen und jeder vertritt einen Typus. Wir können aber alle angreifen, deswegen setze ich auf AOE-Damage-Healer. In dem Fall wäre mein Broly mein AOE-Damage-Healer und den will ich so viel es geht mit Strength-Orbs pumpen, damit er quasi pro Strength-Orb 33% aus meinem dreifachen Goku GT Leader Skill bekommt und hoffentlich, wenn wir noch einen Friend finden, aus dem Friend. Die anderen Charaktere sind dementsprechend mehr oder weniger Orb-Changer, nicht alle. Also Fascha und Majin Buu sind sehr, sehr gut, die sorgen für Strength Orb. Goten sorgt für Rainbow Orb, vielleicht könnte das ein bisschen schief gehen. Ich hatte keinen anderen weiteren Orb-Changer, Strength Orb-Changer. Ihr könnt natürlich auch andere Orb-Changer mitnehmen, aber wir wollen jetzt Strength Orbs. Und deswegen hatte ich keinen weiteren, deswegen habe ich mal Rosé einfach mitgenommen. Ansonsten, ich werde euch einen Link in die Beschreibung setzen, da könnt ihr dann euch mal durchsehen, welche Orb-Changer denn es gibt, für welchen Typus. Der Link ist wie gesagt in der Beschreibung. Mit diesem Team würde ich es gerne testen, als Friend nämlich dann auch 3-fach Goku GT. Oder... wir haben ja LSL, physisch genau selbes Schema, Orb Changer mit reingepackt und das Ganze auf LSL gesetzt. Die Sache ist aber, die LSL macht mit der ersten Ulti AOE Damage, nicht mit der zweiten. Vielleicht könnte das nach hinten losgehen, weil wir dann eigentlich alle treffen und jeder Schaden zählt an jeder Maschine an der Stelle. Natürlich wäre es gut, wenn man den trifft, auf dem man einen Typen Vorteil hat. Zum Beispiel nehmen, kann ich mir vorstellen, sicherlich viele Int Nuker wie LR Gohan, weil der macht einem Tech-Maschine bestimmt sehr, sehr viel Schaden, aber ich will alle auf einmal treffen, weil jeder Schaden zählt. Und zu guter Letzt, wie gesagt, ihr könnt natürlich auch LR Broly mitnehmen, wenn ihr LR Broly habt. Er würde dann mit der Ultra Super Attack zwar einen treffen, konzentriert sich darauf auf die physische Maschine, mit der zweiten Ulti trifft er dann jeden. Deswegen wäre LR Broly ideal. Ich habe ihn leider auf JP nicht. Physisch probieren wir Cell und AGL Majin Vegeta. Majin Vegeta würde ich gerne probieren, die Sache ist jedoch, ich habe nicht so viele Orb-Trainer für AGL, mir fehlen da 2 wichtige Tabel und Janemba, das ist der SR Janemba. Anyway, lange Rede, kurzer Sinn, wir gehen einfach mal rein und testen das ganze Setup einfach mal. Und zwar zeige ich euch, wo ihr das Ganze findet. Ich habe, wie gesagt, noch gar nichts gemacht, heißt, wir können ja eigentlich jede Stage machen, 3 Stages daily. Wie gesagt, Freunde, täglich könnt ihr das zweimal machen, wo die Punch-Maschine sollte hier sein, oder?
Nope. Wo ist denn das Event? Alles klar, die Punch Machine ist bei den Dokkan-Tabs. Ich habe das ganz kurz nicht gefunden, aber hier findet ihr es. Und zwar, wie gesagt, 3 Stages, jeden Tag 2 Versuche. Wir machen mal Stage 1, da bekommen wir Zenny aus der Mission. Und ich glaube, die Preise sind einmalig, weil man sie aus der Mission bekommt. Ich glaube nicht, dass man das immer und immer wiederholen kann, weil es dann echt zu viele Stones an der Stelle. Wir versuchen einfach mal das erste Team. Die Frage ist auch, ob wir überhaupt natürlich den Friend finden, einen Friend Super Saiyan 3 Goku GT. Okay, ich bin zurück. Das erste Team sieht folgendermaßen aus. Ich habe weder einen Golden Freezer gefunden, einen Super Saiyan 3 Goku GT, noch einen Blue Vegeta. Ich hatte das mit der Friendlist. Aber was soll's, heißt, wir haben hier einen Nuke Leader, einen Leader für Majin Vegeta, durch den er 130% auf den Angriff bekommt. Und die erste Rotationskatastrophe. Die ist Katastrophe. Wir kommen nicht mal auf die Ultra Super Attack. Ja, weil wir die Orb Changer an erster Stelle nicht haben. Und in der zweiten Runde, das wird nichts. Das wird überhaupt nichts. Ihr braucht auch natürlich sehr, sehr viel Glück bei der ganzen Sache. Da will ich euch überhaupt nichts erzählen. Das ging direkt nach hinten los. Das ging direkt nach hinten los, um ehrlich zu sein. Wir haben keinen einzigen Orb-Changer hier in der Runde gehabt. Oh Gott, GG. Und ihr habt gesehen, ich greife den, das wird nichts. Das ist Katastrophe. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los, Freunde? Oh Gott, oh Gott. Aber das hat die Sache, das hat die Sache. Ihr braucht auch natürlich sehr, sehr viel Glück, dass da die ganzen Orb-Changer reinkommen, dass da alles passt. Dass da zuerst die Orb-Changer reinkommen und dann der Schaden machen will, weil man hat 2 Runden. Könnt ihr vergessen, das ging total nach hinten los. Aber so kann es auch laufen, Freunde. Anyway, wenn euch das Ganze bis jetzt schon gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Und falls ihr neu seid, drückt auf den Abo-Button, wenn euch das Ganze, wie gesagt, gefällt. Auch dieser Reinfall hier. Anyway, aber wie gesagt, das kommt vor. Ja, das ist halt schade, dass man keinen Friend findet. Das ist wirklich schade, dass man keinen Friend findet. Hier wären die Orb-Changer reingekommen. Und hier hätten wir schon zum Beispiel auf der rechten Seite sehr, sehr gute, geile Orbs für Majin Vegeta gehabt. Das ist jetzt echt schade, dass es nicht zustande gekommen ist, weil der hätte dann alle getroffen mit der Hoi Ulti. Ah, und pro Orb bekommen die 33%. Also pro AGL-Orb jetzt. Durch Freezer. Double Lead wäre 66%. Leider habe ich keinen Golden Freezer gefunden. Deswegen, ja, Rosé bekommt hier nicht mal den Pure Saiyan Lead. Das war nichts. Aber wir haben noch ein paar Versuche. Da gucken wir mal. Müssen wir einfach mal testen auf jeden Fall, wie das Ganze funktioniert. Okay. Solange der noch so seinen Schaden macht, wie gesagt, falls ihr Taktiken habt, lasst euch gegenseitig das wissen in den Kommentaren, helft euch da gegenseitig aus. Ich hole mir mal am besten direkt das zweite Team. Okay, folgendes Team. Natürlich hat jeder einfach nur Baby gesetzt als Friends. Ich habe keinen Golden Freezer gefunden, keinen Vegeta, wie gesagt, weder den Great Ape Goku, aber dafür haben wir jetzt Baby. Weil jeder hat Baby gesetzt, jeder setzt wahrscheinlich auf Ella Gohan. Versuchen wir das mal. Ella Gohan, ganz klar, kein AOE-Damage-Schilder, heißt, wir machen hier gezielt nur auf die Tech-Maschine Schaden. Ich würde es eigentlich mit AOE-Damage-Schildern viel besser finden. Oh, wir hatten sehr, sehr viel Glück, dass die 2 Babys sich nicht verwandelt haben, aber wiederum dann wieder so viel Pech, dass sie kaum Int-Orbs haben. Weil die geben jetzt pro Int-Orb, bekommt ein Int-Charakter, der 66% auf den Angriff pro Int-Orb. Und ja. Freunde, ihr merkt schon, man braucht einfach auch eine Menge Glück, dass da sehr vieles passt. In der nächsten Runde haben wir dann 2 Ella Gohan. Der wird ein paar Int-Orbs einsammeln können, aber ob das Ganze reicht, weiß ich nicht. Das Friend-System wurde eingeführt und ich bin gerade echt erstaunt, dass die Japaner das einfach nicht umgesetzt haben. Ich bin wirklich erstaunt, dass die Japaner das nicht umgesetzt haben. Dass sie kein Vegeta reingesetzt haben. Oh, das sind gute Int-Orbs. Ja, doch, das sind gute Int-Orbs. Machen wir das Ganze mal so. Dass sie keinen wirklich nicht dran gedacht haben. Okay, Ultra Super Deck, nice. Das hat ein bisschen lang gedauert. Das wird auf jeden Fall sehr viel Schaden machen, aber wie gesagt, nur auf einen. Dass sie, wie gesagt, nicht dran denken, dass Francis Simonson. Ich hätte das echt nicht gedacht, um ehrlich zu sein. Alright, auf wie viel Schaden kommen wir dir? Anyway, an der Stelle. Die haben halt legit alle Baby gesetzt, wegen Ella Gohan wahrscheinlich. Okay, 8,9. Kann man auf jeden Fall verkraften. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ja, aber trotzdem würde ich es gerne, wie gesagt, mit den AOE-Damage-Schildern versuchen, weil die treffen jeden, vor allem so ein Broly, wenn ein LR Broly vor allem jeden hittet, wenn er eine gute Crit-Chance mit dabei oder ein Crit mit dabei ist, dann könnte, ich denke, dass da würde dann am meisten Schaden eigentlich kommen. Oder mit dem EZA Broly, der hat bei mir 2 Dupes, SA15, ich finde aber keinen. Naja, ich suche mal weiter, das war quasi, wie gesagt, die zweite, das war unser zweiter Versuch bei Stage 1. Wir gehen jetzt mal rüber zu Stage, okay, wir haben schon mit dem Schaden 6 Missionen freigeschaltet, nicht schlecht. Wir gehen jetzt mal rüber zu Stage 2, da droppen dann aus der Mission Potential Orbs und dann bin ich gespannt, ob ich andere Leader finde. Let's go, gucken wir mal. Okay, perfekt und tatsächlich habe ich einen gefunden, nämlich den dreifachen Goku GT und ich hoffe, jetzt stimmt noch alles mit der Rotation und ich hoffe, Broly kommt in die zweite rein. Aber er ist in der ersten mit zwei Orb-Changern, die für rote Orbs sorgen. Okay,
Wenn am Feld alles stimmt, dann könnten wir hier gut Schaden machen. Broly greift jeden an. Das wird auf jeden Fall spicy. Komm schon, gib uns gute... Gib uns gute... Okay, 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 okay. Dafür muss ich dann... Dafür sorge ich dann, dass Broly so viel wie möglich bekommt. Du nimmst mal die weg. Okay, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht gar nicht mal so schlecht. Ja, obwohl. Das Problem ist halt, normalerweise würde man das Ganze mit Items changen, aber man darf keine Items benutzen. Deswegen, das haben sie schon gut ausgedacht. Aber ich finde, der Modus hat was Cooles auf jeden Fall mit der Punching Machine. Was haltet ihr davon? Lasst mich in den Kommentaren auch dies wissen. Jetzt guck mal, was Broly raushaut. 1,6. Okay, 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 okay. Er bekommt pro Strength Orb den. Oh, nice. Und er trifft jeden halt. Seht ihr, das stackt sich dann. Das ist das, was ich mit AOE der Machine meine. Und wenn dann auch Crit... Jawohl, jawohl. Okay, das sollte eigentlich mehr Schaden sein. Additional Attack, okay. Ja, leider keine Ulti. Okay, das war auf jeden Fall schon besser, fand ich. Und das war eigentlich die Taktik, die ich auch machen wollte. Alles klar, perfekt. Wie es aussieht, haben mich die Japaner gehört. Oder diejenigen, die JP spielen. Ich habe jetzt noch einen gefunden, Gott sei Dank. Wir sind auf dem zweiten Versuch auf der Zenny Stage. Wo ist Broly? Ah, ein richtig beschissenen Spot. Das ist halt auch das, die Rotation muss halt von vornherein stimmen. Es ist wirklich viel mehr auf Glück basiert, weil hier ist kein Orb-Change. Okay, da ist Such Gote mit dabei, aber der tut halt Rainbow Orbs. Der sorgt für Rainbow Orbs. Anyway, wir versuchen mal alle rauszuhauen, bis auf die Strength Orbs. Vielleicht bekommen wir... Ah, nee, ihr merkt schon. Ja. Da muss halt sehr vieles stimmen. Also ideal wäre es, wenn in der ersten Rotation alle Orbs... Alle Orb-Change und vielleicht der Broly dabei wären, sodass, wie gesagt, im ersten Lauf, das ist eigentlich sehr, sehr gut, dass viel auf dem Feld gesorgt wird. Oder alle Orb-Changer in der ersten Rotation, die ganzen Orbs changen und dann wiederum aber auch selbst wenig einsammeln, sodass viele Red Orbs oder an sich Orbs üben. Ich konnte nicht mal mit Broly ulten. Okay, das ging auch daneben. Ich konnte nicht mal mit Broly ulten. What? Okay, das waren halt die einzigen Red Orbs, aber die haben halt... Was mache ich? Ich wollte eigentlich Rosé die ganzen Red Orbs geben. Naja, Freunde, ihr merkt es. Aber ich denke, ihr habt auf jeden Fall den Sinn hinter diesem Modus verstanden, hinter diesem Event, hinter der Punch Machine. Ja, da muss aber auch sehr vieles stimmen, da will ich euch wirklich nichts verzeihen. Das Ding ist, jeden Tag online, jeden Tag habt ihr pro Stage zwei Versuche. Wie gesagt, wir machen jetzt noch die letzte Stage und dann gucken wir mal, wie wir uns da schlagen. Okay, wir sind back auf der letzten Stage und ihr merkt schon, das Geile an Elegoan ist halt, dass er selbstständig ist. Also er bekommt eine Selbst pro Orb, den er einsammelt, viel Key, heißt... Broly ist aus der Rotation, heißt Broly wird hier nicht mal reinkommen. Broly wird nicht mal innerhalb der zwei Runden reinkommen. Okay, dieser Broly, ganz ehrlich, wo waren wir stehen geblieben? Elegoan ist halt individuell wirklich sehr klasse. Er hat ja auch selbst den Nuke Passive. Heißt, wenn er da wirklich viele Int-Orbs einsammelt, der macht wirklich an einer Maschine wirklich sehr, sehr viel Schaden, wenn da alles passt. Warte, wie ist die Rotation hier? Kommt Broly rein? Gar nicht drauf geachtet. Broly ist hier schon drin. Ja, aber mit überhaupt nicht vielen Strength-Orbs. Ja, das Ding ist, bei den AOE-Damagen jetzt, nachdem ich das testen konnte oder nachdem wir hier... Oh Gott, wir haben kaum Strength-Orbs, sag mal. Ich mach das einfach so jetzt, sei es drum. Der sollte hoffentlich eine Ulti sein. Ja, GG. Naja, was ihr auf jeden Fall merkt, ist, bei einem AOE-Damage, da muss schon sehr vieles stimmen. Bei Elegoan selbst ist er individuell, kommt er ganz gut zurecht durch seine eigene Passive, klar. Deswegen an einer Maschine macht er wirklich sehr guten Schaden. Aber ich denke, man sollte beide Varianten nicht unterschätzen. Also sowohl auch die mit Elegoan funktioniert, haben wir gesehen, als auch die mit Broly funktioniert, haben wir auch gesehen. Unterschied ist auch, oder beziehungsweise bei den AOE-Damage-Schildern, sie greifen jeden an, jeder Schaden zählt. Elegoan geht gezielt direkt auf einen, macht da wirklich sehr, sehr guten Schaden. Lange Rede, kurz Sinn, Freunde. Das ist mein letzter Versuch hier gewesen, beziehungsweise haben wir noch diese Runde. Wow, also sehr vieles lief übertrieben schlecht. Aber ihr merkt schon, das ist, basiert wirklich sehr viel auf Zufall. Wie denn auch sonst in Dokkan. Aber das ist ja täglich, habt ihr auf jeder Stage zwei Versuche, wie gesagt. Ich wünsche euch auf jeden Fall sehr, sehr viel Glück. Da werden sicherlich die Tage gewisse Taktiken rauskommen. Das mit Elegoan haben direkt viele gespielt. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, wie man vielleicht jeden angreift. Deswegen das mit AOE-Damage-Schildern überlegt. Ob so oder so, muss man eben testen. Ich denke, beide haben ihre Berechtigung, wie gesagt. Wegen den Gründen, die ich euch genannt habe. Bei den AOE-Damage-Schildern muss schon vieles stimmen. Elegoan kommt da selbstständig klar.
Anyway, Freunde, lasst mich eure Erfahrungen in den Kommentaren wissen. Ich weiß, ich habe euch sehr, sehr viel gesagt, dass ihr mich in den Kommentaren wissen lassen sollt. Aber ey, ist ein neuer Modus, neues Event, ist auf jeden Fall geil. Deswegen müsst ihr uns auf jeden Fall da gemeinsam aushelfen, gemeinsam quasi hier. Ja, sagen, ey, bei mir lief's so, Feedback uns gegenseitig geben, damit der, damit wir quasi daraus gewisse Taktiken bauen können oder schauen können, wie das Ganze läuft. Anyway, wir haben nicht so viel erreicht. Morgen mache ich mich dann auf jeden Fall wieder dran. Wenn wir uns aber mal ganz kurz in die Mission reinsehen, dann seht ihr, dann haben wir auf jeden Fall schon ein bisschen was bekommen. Aber um dann die Spitzen, ja, um dann die Spitzensachen zu bekommen, seht ihr, da brauchen wir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr. Vor allem die ganz unteren Stones. Anyway, Freunde, ich hoffe, das Ganze hat euch dementsprechend gefallen. Wenn ja, gebt den Ganzen ein Like und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done next time you ain't won't be around.